Muhammad Abdelazim Channel. Present. Guidance for those who fear Allah. In Schulen kaum gelehrt wird, was wir der arabischen Kultur alles zu verdanken haben. Vor knapp 1000 Jahren entsteht eine neue Weltordnung. Der Beginn ist eine erbitterte Schlacht um Jerusalem, bei der Christen gegen Muslime kämpfen. Schon damals verfügen die Muslime über technisches Wissen und handwerkliches Geschick, das dem der Europäer weit überlegen ist. So benutzen sie beispielsweise bereits eine Art Brille. Funktionsfähige Uhren sind Standard. Während der Kreuzzüge betreiben die Christen Industriespionage im großen Stil. Die Kirche sieht in der fortschrittlichen Technik der Muslime nur Teufelswerk. Selbst das medizinische Know-how des Islam ist ihr zuwider. Die Kirchenoberen verstecken und verheimlichen das Wissen über Jahrhunderte. Bis heute. Ein Grund mag darin liegen, dass Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird. Und die Geschichtsschreibung im Mittelalter wurde von Mönchen praktiziert. Mönchen, die in lateinischer Sprache sehr fest verwurzelt in ihrem christlichen Glauben, den Islam als das Feindbild, als den Antichristen wahrnahm. 1187 erreicht der Konflikt zwischen Christen und Muslimen seinen Höhepunkt. Die größte islamische Armee, die es je gegeben hat, trifft Vorbereitungen für ein folgenschweres Ereignis. Die Entscheidungsschlacht gegen die Kreuzritter. Ihr Anführer ist Sultan Saladin, ein sehr fortschrittlicher Herrscher. Er ist überzeugt davon, dass nicht nur Glaube und Kampf zum Sieg führen, sondern auch Taktik und wissenschaftliches Know-how. Damals eine typische Anschauung islamischer Herrscher. Diese neue Religion hat die Wissenschaften gefördert, den Impuls gegeben und einen anderen Menschentypus geschaffen, die zu dieser Kreativität gekommen sind. Ein Schreiner konnte auch Wissenschaftler werden, ein Kameltreiber auch. Die muslimischen Krieger sind siegesgewiss. Der Glaube an ihre Fähigkeiten ist groß. Sie haben genug Selbstbewusstsein, um gegen die geballte Kampfkraft der christlichen Kreuzfahrer anzutreten. Während die Muslime in der Schlacht auf Taktik setzen, vertrauen die Franken, wie die Kreuzfahrer von den Muslimen genannt werden, auf ihre durchstrukturierte Hierarchie und ihren religiösen Fanatismus. Die Ritter drillen die Soldaten zu unbedingtem Siegeswillen und erbarmungslosem Kampf. Was machst du? Du Idiot! Ich zeig dir, wie das geht! Diese harte Haltung hat ihnen zur Herrschaft über Jerusalem verholfen. Seit knapp 100 Jahren besetzen sie die heilige Stadt. Jerusalem ist sowohl für Muslime als auch für Christen heilig. Das berühmteste islamische Buch, der Koran, berichtet, dass der Prophet Mohammed von Jerusalem aus in den Himmel gefahren ist. In der Bibel der Christen wiederum steht, dass in der Stadt der Prophet Jesus verhaftet, gekreuzigt und beerdigt wurde. Die religiöse Verbundenheit der beiden Kriegsgegner mit der heiligen Stadt führt dazu, dass Jerusalem über Jahrhunderte nicht zur Ruhe kommt. Anfang Juli 1187 treffen zwei riesige Armeen aufeinander. Während die Franken vor der Burg Seforis lagern, besetzen die Muslime bei Tiberias den Zugang zum See Genezareth. Bei Hattin zwischen den beiden Lagern gelegen, kommt es zur Entscheidungsschlacht. Während die Soldaten zum Kampf rüsten, arbeiten muslimische Wissenschaftler weiter an ihrem technischen Vorsprung gegenüber den Franken. Ich bin Ibn el-Attir, Lehrling von Meister Bahadin, dem größten muslimischen Wissenschaftler unserer Zeit. Ich muss wissen, was in der Truhe ist. Ich will es wissen. Jetzt, wo der Meister nicht da ist, kann ich vielleicht einen Blick reinwerfen. Geduld, mein Lieber. Oh. Er ist ja doch da. Er erklärt mir, dass ich die Truhe nicht öffnen kann, auch nicht mit einem Schlüssel. Sie ist mit einem neuartigen Schloss gesichert, das nur derjenige öffnen kann, der die kleinen Hebel in die richtige Stellung dreht. Ich verstehe nicht ganz. Was für einen Sinn hat die Vorrichtung? Schon im 12. Jahrhundert entwickelt der muslimische Wissenschaftler Al-Ghazali mehrere mechanische Geräte, darunter das erste Tresorschloss der Welt.
4 Kombinationsschlösser mit je 12 Buchstaben versehen, sichern den Inhalt eines Behälters vor unerlaubtem Zugriff. Dieses Schloss kann auf eine Truhe gesetzt werden und die Truhe kann somit verschlossen werden. Das Schloss ist rekonstruiert worden nach einer Handschrift, die um 1200 entstanden ist. Und man braucht also für dieses Schloss keinen Schlüssel. Man muss sich nur die Kombination merken. Wenn man die richtige Kombination gefunden hat, liegen die Nuten des Zylinders übereinander und die Sicherungsstifte können in die Nut einfahren, sodass sich der Deckel öffnen lässt. Man kann ihn dann also wieder von der Truhe abnehmen. Ah, so also funktioniert das Schloss. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meister Bahadin zeigt mir nun, was sich in der Truhe befindet. Ein Buch? Ich frage ihn, warum es so wertvoll ist, dass es so aufwendig verwahrt werden muss. Es ist der große Schatz des Islam, das Buch des Wissens. Schau her. Er erklärt mir, dass in dem Buch das gesammelte Wissen der muslimischen Kultur geschrieben steht. Wird uns zum Sieg verhelfen. Unter anderem herausragende Erfindungen islamischer Gelehrter, die noch nie jemand gesehen hat. Was den Wissenschaften förderlich war, was wir heute als Wissenschaften verstehen, ist, dass man die Wissenschaften benutzt hat. Und zwar, um dem Islam zu größerer Geltung zu verhelfen, um den muslimischen Glauben richtig Dieser missionarische Eifer lässt muslimische Techniker unter anderem genaue Zeitmesser entwickeln. Ein Beispiel ist die von Al-Ghazali gebaute Becheruhr aus dem 12. Jahrhundert. Eine Weiterentwicklung der bereits bekannten Sanduhren. Anstelle von Sand fließt Wasser aus dem oberen Behälter in den unteren. In dem oberen Behälter befindet sich ein Schwimmer, der bei Absinken des Wasserpegels eine Schnur- und Räderkonstruktion in Gang setzt. Diese Konstruktion bewegt den Schreiber, der auf der gravierten Platte anzeigt, wie viel Zeit seit dem Starten der Uhr vergangen ist. Diese prunkvollen Konstruktionen hatten nicht nur den Zweck, die Zeit genau zu messen. Also Uhren wurden im islamischen Kulturraum deswegen entwickelt, um einerseits die Gebetszeiten einhalten zu können, ein Ausdruck der Pietät der Herrscher, und auf der anderen Seite waren das natürlich auch Dinge der Repräsentation. Also die Uhren, die sich zwar nicht erhalten haben, von denen wir aber schriftliche Berichte haben, waren sehr prunkvoll ausgeschmückt. Nicht nur auf dem Gebiet der Mechanik erweisen sich islamische Forscher als Vorreiter ihrer Zunft. Schöne. Meister Bahadin hat mich erwählt, sein Gehilfe und vielleicht später sein Nachfolger zu werden. Doch dafür muss ich noch sehr viel über die Leistungen unserer Vorfahren lernen. Was ist das für ein Stein? So etwas habe ich noch nie gesehen. Der Meister erklärt mir, dass es geschliffenes Glas ist. Es verbessert die Sehkraft seiner Augen. Ich erfahre, dass schon die Griechen vor vielen hundert Jahren studiert haben, wie die Augen funktionieren. Wussten, wie ein Auge aufgebaut ist. Der arabische Gelehrte Al-Haytham entwickelt die griechischen Studien im 11. Jahrhundert weiter und findet heraus, dass geschliffenes Glas eine vergrößernde Wirkung hat und die Sehkraft der Augen verbessert. Es ist unglaublich, welchen wissenschaftlichen Vorsprung unsere Gelehrten gegenüber anderen Forschern haben. Aber unseren Kriegern hat das im Kampf gegen die Franken noch nichts genutzt. Ich frage meinen Meister, warum es bisher noch nicht gelungen ist, die Franken in einer entscheidenden Schlacht zu besiegen. Er antwortet, dass der Grund dafür die Uneinigkeit der muslimischen Völker untereinander ist. Häufige Auseinandersetzungen haben bisher verhindert, eine schlagkräftige Armee zusammenzustellen. Aber das hat sich unter Sultan Saladin geändert. Er hat es geschafft, die Muslime zu einen und ein 30.000 Mann starkes Heer zu befehlen. Meister Bahadin weiht mich in die Taktik für die morgige Schlacht ein. Er ist überzeugt davon, dass wir nur siegen können, wenn wir unsere Stärken einsetzen und die Schwächen unserer Gegner ausnutzen. Werden Sie von beiden Seiten.
Die effektivsten Soldaten des muslimischen Heeres sind die Bogenschützen. Neben Pfeil und Bogen besitzen sie einen Wurfspeer, den sie im Nahkampf, aber auch für größere Entfernungen einsetzen. Die meisten Bogenschützen sind beritten. So können sie sich dem direkten Kampfgetümmel fernhalten und aus der Distanz agieren. Sie sollen während des Gefechts auf die Flanken ausweichen und von dort aus den Gegner mit einem Pfeil- und Speerhagel eindecken. Die Kreuzritter dagegen sind besonders für den Nahkampf ausgebildet. Sie sind mit Kettenhemd, Helm, Schild und Schwertern ausgerüstete Kampfmaschinen. Ihr größter Nachteil ist ihre Unbeweglichkeit. Die bis zu 40 Kilogramm schwere Ausrüstung schränkt sie ein und lässt sie schnell ermüden, wenn sie auf flexible Gegner reagieren müssen. Im Kampf Mann gegen Mann sind sie dagegen kaum zu besiegen. Ich habe Angst. Große Angst davor, dass wir unsere Vorteile nicht ausspielen können. Diese fanatischen Kampfmaschinen. Wir müssen morgen siegen. Wir müssen. Ungefähr so könnte die Schlacht bei Hattin vom 4. Juli 1187 ausgesehen haben. Auf der Seite der Franken stehen 25.000 Krieger, auf der muslimischen 30.000. Muslimische Fußsoldaten bilden den Kern der Schlachtaufstellung. Die berittenen Bogenschützen besetzen die Flanken. Die Franken setzen auf eine geschlossene Kampfformation, um dem Gegner mit geballter Kraft entgegenzutreten. Während die Heerscharen in der Mitte aufeinander prallen, umkreisen die muslimischen Bogenschützen die Kreuzritter und decken sie mit einem Pfeilhagel ein. Auf diese Taktik sind die Franken nicht vorbereitet. Es gelingt ihnen nicht, sich aus der Umklammerung zu befreien. Sie ermüden rasch und verlieren die Schlacht. Mit der Niederlage bei Hattin verlieren die Kreuzritter Jerusalem. Der größte Teil ihrer Streitkräfte ist zerstört. Eine Verteidigung von Jerusalem ist nicht mehr möglich. Damit beendet Sultan Saladin die hundertjährige Herrschaft der Christen über die heilige Stadt. Er erlaubt der christlichen Bevölkerung und den verbliebenen Kreuzrittern, Jerusalem schadlos zu verlassen. Was er nicht ahnt, sein Triumph ist zugleich der Anfang vom Ausverkauf arabischer Wissenschaft und Technik an das Abendland. Der Sieg über die Kreuzfahrer bringt den Muslimen zwar die Herrschaft über Jerusalem zurück, aber trotzdem kehrt noch lange keine Ruhe im Heiligen Land ein. Schon wenige Jahre nach dem Sieg bei Hattin macht sich ein berühmter christlicher Herrscher auf den Weg, Jerusalem zurückzuerobern. Der Popstar des Mittelalters, Richard Löwenherz. Wie die Auseinandersetzung zwischen ihm und Saladin ausgeht, das sehen Sie jetzt bei Welt der Wunder. Willkommen zurück bei Welt der Wunder. Heute geht es um das geheime Wissen des Islam und wie wir christlichen Europäer dieses gestohlen haben und bis heute verschweigen, wo unsere moderne Wissenschaft eigentlich ihren Ursprung hat. Zwei berühmte Herrscher treffen zur Zeit der Kreuzzüge aufeinander. Auf der einen Seite Sultan Saladin, dem es gelang, Jerusalem wieder in die Hände der Muslime zu bekommen. Auf der anderen Seite Richard Löwenherz, einer der größten Haudegen des Mittelalters. Er will Jerusalem zurückerobern und geht dabei äußerst brutal vor. Er wird sein Ziel nicht erreichen. Stattdessen kommt es zu einem der ersten diplomatischen Kompromisse in der Geschichte Jerusalems. Saladin bleibt Sieger, doch er ahnt nicht, dass die Kreuzfahrer schon längst damit begonnen haben, ihm etwas viel Wertvolleres zu rauben. Im Jahr 1187 besiegt Sultan Saladin die Kreuzfahrer in der Schlacht von Hattin und erobert Jerusalem. Nach knapp 100 Jahren christlicher Herrschaft fällt die heilige Stadt wieder in die Hände der Muslime. Es ist eine Zeit, in der sich Wissenschaft und Technik im islamischen Kulturkreis sprunghaft entwickeln. Das ist ja wunderbar. Jesus Buch wird uns zum Sieg verhelfen. Dank Saladins diplomatischem Geschick kommt es zu einer Annäherung zwischen Christen und Muslimen.
eine Entwicklung, die dem Vatikan missfällt. Papst Gregor der 13. ist sehr bestürzt über den Fall Jerusalems und verlangt eine sofortige Rückeroberung der Stadt. Er nimmt die christlichen Kaiser und Könige Europas in die Pflicht und ruft zum dritten Kreuzzug auf. Einer der europäischen Herrscher, die sich der Aufgabe stellen, ist Richard der Erste, König von England, der Popstar des Mittelalters. Wegen seiner Tapferkeit und Führungsstärke trägt er den Beinamen Löwenherz. Nachdem der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa 2 Jahre zuvor auf seinem Kreuzzug vorzeitig gestorben war, bricht Richard Löwenherz im Juni 1190 nach Süditalien auf. Richard Löwenherz ist fest entschlossen, seinem Namen auch in Palästina alle Ehre zu machen. Seine Flotte bricht im Frühjahr 1191 von Sizilien aus auf und erreicht im April den Hafen von Akkon. Die Stadt befindet sich seit der Niederlage der Kreuzfahrer bei Hattin 1187 unter muslimischer Herrschaft. Nach monatelanger Belagerung gelingt es Richard, in die Festung einzudringen. Er richtet unter der Bevölkerung ein wahres Massaker an. Knapp 3000 Überlebende nimmt er als Geisel und verlangt von Saladin, Lösegeld für sie zu bezahlen. Die Nachricht von Richards Ankunft und Eroberung von Akkon alarmiert den Sultan. Er sieht sich gezwungen, die Abwehr von Jerusalem zu verstärken. Meister, was macht ihr da? Sultan Saladin hat meinem Meister Bahadin und mir, seinem Gesellen Ibn al-Attir, befohlen, eine große Menge einer Flüssigkeit herzustellen, die griechisches Feuer genannt wird. Sie heißt so, weil sie angeblich zuerst in Griechenland erfunden und eingesetzt wurde. Muslime haben in erster Linie die Wissenschaften, die von anderen Kulturkreisen übernommen haben, haben weitgehend entwickelt. Es waren die Griechen, hauptsächlich Griechen, und die Perser und die Spätbabylonier auch. Aber danach kamen die Indier dazu. Also die sind, diese drei Kulturkreise, die sind Hauptquellen der arabischen Wissenschaften. Das Gemisch entzündet sich sehr schnell und wird in tünerne Gefäße abgefüllt. Brennt die Lunte, werden die Brandtöpfe auf die Angreifer geworfen. Zünden wir sie an und werfen sie auf die Gegner. Wehe dem, der davon getroffen wird. Der Pyrotechniker Petrotter demonstriert, wie das griechische Feuer funktioniert haben könnte. In seiner Münchner Werkstatt füllt er das brennbare Gemisch in getöpferte Hohlgranaten. Das Rezept der Flüssigkeit und die Bauweise der Granate kennt er aus mittelalterlichen Beschreibungen und Skizzen arabischer Kriegstechniker. Hier ist drin Naphthalin bzw. Petroleum, Salpeter und Schwefel. Das machen wir mal den Test. Es funktioniert. Die Flüssigkeit brennt wie Zunder. Also der Vorteil von der Flüssigkeit war eigentlich, dass es sehr schwer zum Löschen war. Mit Wasser eigentlich überhaupt nicht, wenn dann nur mit Sand. Sand haben die selten mitgeschleppt, Wasser war auch nicht überall erreichbar. Also es war fast nicht löschbar, diese Geschichte. Während sich Saladins Truppen für Jerusalems Verteidigung rüsten, befindet sich der Sultan im Zwiespalt. Die Situation in Akkon, wo Richard Löwenherz 3000 muslimische Geiseln in seiner Gewalt hat, bereitet ihm große Sorge. Einerseits leidet er mit den gefangenen Landsleuten, andererseits will er sich von Löwenherz nicht erpressen lassen. Schweren Herzens verzichtet er darauf, Lösegeld zu bezahlen und bereitet sich stattdessen auf den Vorstoß der Franken nach Jerusalem vor.
Al-Atir. Meister Bahadin zeigt mir eine weitere Waffe, mit der wir die Franken bekämpfen können. Es ist ein schwarzes Pulver, das, wie er sagt, noch viel gefährlicher ist als Brandtöpfe. Dieses Pulver soll gefährlich sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Um Gottes Willen! Dieses Pulver kommt bestimmt aus der Hölle. Aber wie sollen wir es gegen die Franken einsetzen? Dass dir nichts passiert ist, ich habe dich gewarnt. Sei vorsichtig. Das ist ja ein Teufelszeug. Der Meister erklärt mir, dass er eine Konstruktion entwickelt hat, die mit Hilfe des Pulvers fliegt. Dieser Feuerpfeil wird auf die Gegner abgeschossen und soll einen Nahkampf vermeiden. Wir verhindern, dass wir mit dem Feind in einen Nahkampf verwickelt werden. Pitrotter testet auch diese mittelalterliche Waffe. Hier haben wir jetzt die osmanische Rakete. Das Ding ist also mit Schwarzpulver gefüllt worden. Dann hat man einen Treibsatz reingebaut und hat das versucht, also möglichst weit wegzuschießen. Das Ding im Original war wesentlich größer, aus Metall, muss irrsinnig schwer gewesen sein. Also ich glaube, es ist nicht sehr weit geflogen. Und wir machen jetzt einfach mal einen Versuch, ob das Ding überhaupt abhebt. Das Modell aus Styropor hebt zwar ab, zeigt aber eher schlechte Flugeigenschaften. Das Prinzip ist eigentlich das gleiche, ähnlich wie bei den Feuerwerksraketen, die wir für Silvester haben. Das heißt, man hat hier den Raketenkörper, dann einen Treibsatz, der ist mit Schwarzpulver gefüllt. Hier unten ist eine kleine Öffnung, das gibt dann die Düsenwirkung, sodass der Strahl gebündelt wird. Hier haben wir die Zündschnur, über die wir das vorhin angezündet haben. Und hier ist nochmal ein Stecken, damit die Ballistik stimmt, das Ganze, weil ohne den Stecken würde das Ding nur irgendwo kurz hochgehen und gleich wieder wahrscheinlich auf den Boden zurückfallen. Dasselbe ist eigentlich hier bei der osmanischen Rakete, nur die war halt, glaube ich, so schwer, dass der also nicht sehr viel weiter geflogen ist als wie dieses Modell hier. Brandtöpfen und Raketen entwickeln muslimische Techniker bereits im 14. Jahrhundert einen Kampfpanzer. Der Rambock bricht Festungstore und Mauern auf. Die Krieger im Inneren des Wagens sind vor Angriffen durch Brandtöpfe und Pfeile geschützt. Obwohl Saladin mehr Truppen und Kriegsgerät zur Verfügung hat, kann er die Gefangenen in Akkon nicht befreien. Seine Weigerung, Lösegeld zu zahlen, löst ein weiteres Massaker aus. Richard Löwenherz lässt die 3000 Geiseln enthaupten und beschließt, Saladin in Jerusalem anzugreifen. Einige Kilometer vor den Toren der Stadt muss sein Tross anhalten. Richard ist krank geworden. Sein Arzt ist hilflos. Er kann dem König nicht helfen und übergibt ihn in Gottes Hand. Es gibt aus der Zeit der Kreuzzüge tatsächlich einen Erlebnisbericht eines arabischen Arztes, der die Anwendungen eines christlichen Arztes erleben durfte. Dieser arabische Arzt wurde auf eine christliche Burg gerufen, weil es dort einige Krankheitsfälle gab, und durfte dann Zeuge werden, wie einer Frau, die offensichtlich geistig gestört war, die Haare abrasiert wurden und in die Kopfhaut ein Kreuz geritzt wurde, um auf diese Art und Weise eine Geisteskrankheit zu heilen. Während man in Europa noch versucht, Krankheiten mit Magie oder Gebeten zu heilen, führen arabische Ärzte schon komplizierte Operationen an Kranken durch. Ihre anatomischen Kenntnisse des menschlichen Körpers erlauben ihnen medizinische Eingriffe an Knochen und inneren Organen. Außerdem entwickeln sie zahlreiche mechanische Geräte, die bei der Untersuchung von Kranken helfen sollen. Das ist ein Gerät zur Bestimmung der Blutmenge nach dem Aderlass. Das ist nachgebaut worden nach einer Handschrift um 1200 herum. Man würde das Blut in diese Schale füllen. Das mache ich jetzt hier mal mit Wasser. Dadurch würde das Blut in den zylinderförmigen Behälter gelangen, in dem sich ein Schwimmer befindet. Und dieser Schwimmer bewegt jetzt diese gesamte Apparatur, indem er steigt. Die
Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten, aber auch, um die abgegebene Blutmenge anzuzeigen. Ich verstehe das nicht. Der Frankenkönig Richard Löwenherz ist krank und wir sollen ihn behandeln. Ist Sultan Saladin verrückt geworden? Meister Bahadin weiß, was los ist, will es mir aber noch nicht sagen. Ausgerechnet unseren größten Feind sollen wir heilen. Ein Gastgeschenk hat der Sultan uns auch noch mitgegeben. Was bezweckt er wohl damit?